Wir sind live on air nach dem Training und haben uns eine schöne Videoidee ausgedacht. Und zwar, wer ist der beste Neustoffer? Ja? Wir haben ja die Neustoffer in die Welt gesetzt, mal wieder einen kleinen Trend. Und Chris ist natürlich nicht im Thema, ich muss ihm die jetzt zeigen. Ich habe hier ein paar Kandidaten rausgesucht. Ich bin da nicht so up to date, muss ich sagen. Ich kenne eher so die Altstoffer. Die Altstoffer, aber die Neustoffer, da sind tatsächlich ein paar Jungs dabei, die sind sehr vielversprechend vom Potenzial. Ich habe mir jetzt ausgewählt für die Neustoffer einmal mein Schützling Johnny Münster. Der sagt dir was, natürlich, hast du ja auch letztens darauf reagiert. Ja. Lars Stoffig, Lars Ludwig. Sagt mir der Name was und ich kenne so flüchtig. Okay, ich habe alles hier. Yannis Karrar. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr gut. Aber umso besser. Wenn ihr die nicht kennt, umso besser. Es kann auch sein, dass ich sie kenne und sie fallen mir jetzt nicht ein. Nicht, dass sie jetzt irgendwer dann... Man darf auch nicht vergessen, du bist in der Prep. Du hast andere Sachen im Kopf. Genau. Du beschäftigst dich mit anderen Dingen. Thunfisch. Kenne ich. Kennst du. Und Valentin Stoffler, Semmler. Valentin Semmler. Kenn ich auch nicht. Und Patrick Teutsch. Ja. Nein. Ja, ist klar. Kaufst du Teutsch seinen Netty-Status ab? Ja. Okay, danke. Ich auch. Du auch? Ja, ja. Wer ja, klar. Nicht? Viele nicht. Echt? Ich anfangs auch nicht, bis ich den live gesehen habe und kennengelernt habe. Der hat halt diese brutale Endhärte, aber wenn du dir den im Aufbau ansiehst, im Offseason, der sieht einfach aus wie ein speckiger Naturalathlet. Ja, das Ding ist aber gerade Netties kriegen ja diese Endhärte. Ja, die ja. kriegen oft einfacher diese Endhärte als Stoffe im Endeffekt. Ich weiß auch warum. Weil jeder Stoff, auch wenn du irgendwas nimmst, ist einfach Stress für den Körper. Stress, was löst Stress aus? Wasserhaushalt. Ja, du speicherst mehr Wasser ein, lagerst Wasser ein und die Länge, die Diät, ne? Die machen wirklich halbes bis acht Monate, also 6 bis 8 Monate machen die Prep. Ich glaube, Patrick hat fast ein Jahr gemacht. Ja. Daniel auch, Kubik. Ja. Und die machen dann noch eine Pre-Prep. Ja, auf jeden Fall so. Deshalb, ich kaufe ihn das ab. Ja, das wären so die Kandidaten. Ich zeige dir jetzt mal den ersten. Bin ich mal gespannt. Lars Ludwig, ich habe hier mal ein paar Screenshots, werden wir natürlich hier alles einblenden. Warte, ist das jetzt safe, dass das Neustoffer sind? Das sind Neustoffer. Also er hat gesagt, er hat angefangen. Der hat ungefähr vor einem Jahr angefangen. Also der gehört schon noch 2 Monate zu den Neustoffern dazu, danach ist er kein Neustoffer. Hast du noch eine Ausgangslage von davor? Wo der Netty war? Ja. Boah, schwierig, Digga. Schwierig. Wir wollen ja gerade die Bilder zeigen, welchen Progress die gemacht haben auf Sendung. Nicht wie die natural ausgesehen haben. Nein, das ist ja klar, aber dann sehe ich ja den Progress von natural zu Sendung in dem Jahr. Okay, das ist sein Netty-Wettkampfbild. So, und jetzt, warte, jetzt zeige ich dir hier nochmal eine Doppelbizeps von vorne. Ja. Okay. Das war August 2021. Ich weiß aber nicht, ob das auch das Jahr war, wo der auf der Bühne stand. Und jetzt sieht Lars so aus. Wird von Johannes vorbereitet. Unterkörper super, was sagst du? Machen wir weiter, scrollen wir weiter. Das sind so seine Bilder gerade aktuell. Unterkörper ist sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Unterkörper ist gut? Mhm. Habe ich live gesehen, ist wirklich sehr gut. Also ich sage immer, Unterkörper ist schon pro Niveau. Sieht wirklich sehr, sehr massiv aus. Redest du von Classic? Ja, der ist auch ein Classic-Athlet. Also sieht in echt besser aus, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, okay, das ist immer wichtig zu wissen. Dann weiß man immer, die guten Athleten sehen im echt immer besser aus als auf Fotos. Ja, doch, das geht schon. Ich hätte von den anderen Bildern gesagt, obenrum finde ich es ein bisschen schmal. Flach, ne? Ja, im Gegensatz zu unten. Ja. Beziehungsweise der Progress ist jetzt nicht so extrem. Aber du musst halt auch gucken, woran willst du das messen auch. Ne? Der hat halt das andere Problem. Bei dem wächst der Unterkörper weg. Wie bei den meisten wächst der Oberkörper weg im Verhältnis zum Unterkörper. Ne? Beispielsweise in Emir oder du hast auch oftmals das Problem. Ich auch, okay, bei mir auch wegen Verletzung. Ja. Aber bei dem ist halt umgekehrt. Der Oberkörper wächst nicht so schnell wie die Beine. Ist irgendwo cool, ist irgendwo scheiße. Ich finde das immer verdächtig, wenn Leute 6 Bilder in einer Reihe posten und alles immer nur vorne. Ich habe auch nie Rückenbilder drin, tatsächlich. Ja, auch vorsichtig. Du hast gerade meinen Rücken gesehen, was sagst du? Ist besser geworden, ja. Das ist jetzt ein Rücken, der kommt gleich. Das ist aktuell so Off-Season-Bild, Video. Ein Rücken hast du nur jetzt die Latzbrett gesehen, ne? Ja, ist aber okay. Okay, so, Lars Stoffig, ich gebe dir jetzt erstmal alle vor und dann am Ende machen wir eine Rangliste, wen du als am meisten Potenzial siehst fürs Bodybuilding. Ja. Kennst du natürlich Johnny Münster? Wie der natural ausgesehen hat, weißt du auch. Ja. Finde ich, ist ein brutaler Poser. Ja. Vor allem in echt, bei dem schießt jede Pose extrem raus. Wir haben jetzt ungefähr seit Beginn 10 Kilo draufgepackt. KFA wurde ein bisschen schwammig. Jetzt machen wir gerade einen kleinen Minicut bis zu FIBO, einfach um zu gucken, wo wir stehen. Dann nehmen wir den Rebound mit und bauen weiter auf. Und Plan ist Herbst oder gegebenenfalls
Früher 25 auf der Bühne. Der hat sich jetzt gut entwickelt. Bei Johnny ist das Problem, wenn er locker steht, sieht der richtig beschissen aus. Weiß er auch selber. Da passiert viel, wenn er anspannt. Aber sobald der in Pose geht, der transformiert sich förmlich. Das ist krass. Das siehst du auch in seinen Posing-Videos. Ja. Habe ich auch gesehen, als ich das Video zu ihm gemacht habe. Macht aber auch wieder so Athleten mit dem Wow-Effekt. Bei denen passiert viel, wenn sie auf der Bühne in die Posen gehen. Und das ist das Wichtige, woran die Jury sich erinnert, was die Leute auch umhaut, ne? Dass dann halt richtig viel passiert. Und da ist ein Typ und er hat Ausstrahlung, er hat Linie, er hat... Die Linie kommt, je trockener der wird. Ja, ja, er hat gute Muskelbäuche an den richtigen Stellen. Also wenn Johnny seine Beine auf die Reihe kriegt... Mhm. Die wachsen gerade tatsächlich durch Heikos behindertes Training. Ja, 10 Sätze Stecker, 10 Sätze Beinpresse und so ein Scheiß. Ja. Aber funktioniert. Dann hat Johnny echt großes Potenzial, finde ich. Mhm. Das könnte so ein richtiger Classic-Bubi sein, Alter. Ohne Scheiß. Cool. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Jetzt erstmal musst du mal Fleisch drauf knallen, ja, weil es macht keinen Sinn, jetzt erstmal direkt. Also ich wäre sogar dafür, dass wir im Frühjahr auf die Bühne gehen, also quasi in ein Jahr. Und nicht direkt auf Biegen und Brechen im Herbst. Das wäre einfach Zeitverschwendung, finde ich. Aber wir gucken. Ja, ich will spontan gucken. Genau, ich lasse ihn natürlich auch irgendwo mitentscheiden, was er will. Ja. Ist ja auch irgendwo Social-Media-technisch ganz anders als wir. Genau. Das ist ja auch nochmal ein Ding für seine Karriere, was er macht, was er zeigt, welchen Content. Ne. Und so eine Prep ist natürlich für die Zuschauer immer was Krasses. So diese Reise, den mitzunehmen, ne, den Zuschauer in so eine Prep. Erstmal das. Und alles, den Progress zeigen. Ich denke mal, es ist aber auch dementsprechend, wann er das angeht. Mehr oder weniger Druck für ihn, weil es gucken ist ja ganz anders als bei uns. Es gucken halt noch komplett andere Anzahl an Leuten zu. Ja, ne? Ja, ja. Ganz andere Nachrichten und ganz anders zu beweisen, weil er ja bis jetzt immer so als von Bodybuildern an Comedy sich... Comedy-Bodybuilder. Ja, genau. Genau. Und so eingefleischte Bodybuilder haben ihn in Anführungszeichen als Witzfigur gesehen. Ja. Ne? Und da ist ganz anderer Druck hinter. Ne? Mhm. Und wenn er sich da ein bisschen mehr Zeit gibt, ob ihm das eher hilft oder nicht, oder ob er jetzt sagt, scheiß drauf, ich mach das jetzt, ne? Aber das würde ich spontan machen. Aber Potenzial hat er auf jeden Fall. Ja, machen wir mit dem nächsten weiter. Valentin Stoffler, Valentin Semmler, habe ich kennengelernt auf der GmbF 2022. Da war der noch bei der GmbF am Start, neben Patrick Teutsch und den anderen Kandidaten. Sah der wirklich sehr gut aus. Ich glaube, der hat den dritten oder vierten Platz gemacht. Dann ist er auf Sendung gegangen. Ich zeige dir hier aktuelle Bilder von ihm. Das ist ein Form-Update. Finde ich, hat auch sehr gutes Potenzial. Hat eine schöne Linie. Swipe mal durch, weil ich habe hier so eine Schutzhülle. Bei mir kann man von der Seite nicht drauf gucken. Keiner sieht, was ich mache. Doch, den kenne ich. Kennst du, ne? Rücken, finde ich, ein bisschen fällt ab. Von hinten der Doppelbizeps, ne? Ja, aber ist natürlich auch gerade, denke ich, mal im Aufbau. Wie groß ist der, weißt du das? Der ist, glaube ich, ein Ticken kleiner als ich. 1,76, 77 wird der, glaube ich, sein. Er hat eine sehr schöne Linie. Oder der ist so... Nee, der ist nicht kleiner als ich. Der ist, glaube ich, größer als ich. Sorry. Schöne Linie, ne? Er hat eine schöne Linie. Ausladende Beine. Ja, er hat ein schönes V. Ja. Das muss noch ein bisschen dicker werden, weil der hat so kurze Quads irgendwie. Aber seitliche Pose gefällt mir richtig gut. Ja. Nee, der hat schon eine sehr schöne Linie. Der hat gutes Potenzial. Rücken muss noch einiges kommen. Aber vorne bin ich schon... Ja. Also bis jetzt hätte ich schon eine vorläufige Rangliste. Von Thunfisch sage ich dir eins. Ich verfolge ja gerade... Ich gucke mir eigentlich jeden Vlog an, auch wegen dem Stream. Wir haben auch oft Kontakt mit Thunfisch. Wir schreiben viel. Wir kennen uns ja schon lange. Du kennst Thunfisch ja auch schon lange noch aus alten Zeiten. Hier haben wir doch auch einen Beinstrecker gesessen und Thunfisch auseinandergenommen. Und den Beinstrecker. Thunfisch hat... Potenzial in der Men's Physik, definitiv, weil er hat einen guten Bauch. Der hat keinen schlechten Rücken für die Men's Physik, aber er ist halt faul und will sein Leben genießen, was ich irgendwo auch verstehe. Aber was mich aufregt, sind dann immer diese Ansagen mit, ich mache Wettkampf, dann macht er doch keinen Wettkampf, dann ist es der Massefisch, der auf Masse geht, dann kriegt er seine Kalorien nicht rein, dann ist er wieder auf dem Rave und hat 5 Kilo abgenommen. Aber also, Potenzial ist da, wenn er hart arbeiten würde. Dasselbe wie bei mir. Ja. Ja. Ist ja, wenn ich Gas gebe und weiß, das steckt viel drin, das, aber... Ey, du hättest das schon lange haben können, ja. Ja. Also ja, Thunfisch kennen wir ja schon lange. Ich muss sagen, ich kriege seit zwei Jahren relativ wenig von Thunfisch mit. Ich sehe mal, wenn er was macht. Aber ich bin halt auch mehr so in meinem Ding Hardcore unterwegs. Hardcore-Bodybuilding. Solange ich meine Ziele so hartnäckig verfolge, weißt du, habe ich eher so einen kleinen Personenkreis. Thunfisch hat immer eine gute Form eigentlich. Immer trocken. Ja, Thunfisch hat auf jeden Fall kein Problem damit, trocken zu werden. Men's Physik stimme ich dir auf jeden Fall zu. Klar, alles andere wäre... Ja, alles andere, da fehlt halt die Muskelmasse und da fehlt der Ehrgeiz, um die Muskelmasse zu kriegen. Ja. Beziehungsweise auch die Zielsetzung. Ja. Nur von dem, was du jetzt gesagt hast, dass er mal sagt, Wettkampf, dann nicht, dann dies, dann das. Da sollte man dann vielleicht mal eine klare Linie oder eine klare Ansage finden und auch dabei bleiben. Das jetzt aktuell, hat er mir jetzt geschickt vorgestern, Stand der Dinge, der sagte, der wächst gerade gut.
Der ist am Essen, gerade läuft es ganz gut. Also Potenzial ist da, ich schwör's dir, nur halt der muss. Ja, das Ding ist... Das ist so ein Typ, wenn der darf keine Mahlzeit verpassen. Ja, der muss jeden Tag seine Kalorien reinbekommen. Der ist halt ein verdammt schlechter Esser. Und das Ding ist, kennst du dann diese Leute, die sagen, ja, ich wachse gerade gut, das läuft. Ja, und dann nach 3 Wochen die machen, läuft sie mehr. Ja, die machen 4 Wochen, essen sie mehr. Ja. Dann kommt das erste bisschen Quäntchen Fett, dann wird wieder abgenommen, dann wird wieder Form. Oh, jetzt nehme ich gerade ab, das läuft gerade echt gut. 3 Wochen, dann wird keine wieder mehr gegessen. So. Dazwischen ist dann, wie du sagst, ein Rave oder dies oder das. Ne? Also im Endeffekt läuft dann das ganze Jahr auf den Halten raus. Du siehst Anfang des Jahres genauso aus wie Ende des Jahres. Weil du nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht hast. Verstehe ich. Ja. Stimme ich dir zu. Das ist natürlich dann auch... Wenn man nur den Lifestyle lebt, kann man damit zufrieden sein. Dann muss man das aber auch so kommunizieren, dass das für einen reicht. Find ich aber, und nicht höhere Ziele angeben. Finde ich bei Thunfisch aber gut. Er spuckt zwar manchmal große Töne, aber in letzter Zeit hat er auch wirklich gesagt, ey, ich bin zufrieden, wie es läuft. Ich habe andere Prioritäten. Ich will mein Leben genießen. Ich habe eine Freundin. Ich gehe gerne mit ihr feiern. Ich gehe gerne Pizza essen. Dann ist cool. Mhm. Aber dann kommt mal wieder ein Vlog. Jetzt kommt der Massefisch. Jetzt esse ich 5000 Kalorien. So, weißt du, was ich meine? Ja, dann isst er die vielleicht in dem Vlog und dann nie wieder. Muss man auch unterscheiden, was dann Content ist und was genau. Echtes Leben ist. Ne? Jetzt kommen wir zu meinem Dark Horse, meinen persönlichen Favoriten, Dr. Professor Yannis Karrer. Jetzt bin ich mal gespannt. Lange, lange natural unterwegs gewesen. Ich habe ihn live gesehen letztes Jahr auf der Evo Classic, so im Shirt. Sah der wirklich brachial aus. Und das ist so aktuell sein Form-Update. Im Januar 2024, also ist ungefähr 2-3 Monate her. Sehr schöner Rücken. Fleischiger Rücken, finde ich. Auch hier in der Lat Spread. Ich weiß, ich kenne seine Größe leider nicht. Die sind alle ungefähr, ich glaube, der ist sogar am längsten dabei. Der müsste 2022 online gegangen sein. Da habe ich ihn entlarvt im Juni oder Juli, weiß ich noch. Da war ich auf Gran Canaria im Urlaub. Ich bin so ein Wichser, ne? Den finde ich sehr gut. Yannis Karrer ist gut, ne? Ja. Vom Potenzial her so. Nein, der hat eine schöne Linie. Der hat schon eine gute Grundmasse. Vergleich mal seinen Rücken als Beispiel. Mit dem Rücken vom Semmler. Ja, Semmler wäre eine andere Klasse. Ja. Semmler ist Classic, Karrer ist Bodybuilding. Findest du? Ja. Ich finde, Karrer ist völlig Classic. Nein, nicht in der Doppelbizeps. Okay, Doppelbizeps ist schon sehr Bodybuilding. Ja. Lastig, mit den Armen recht. Die Arme sind schon eine Nummer, Digga. Ja. Jetzt würde ich gerne dein Ranking haben. Du hast jetzt alle Athleten gesehen. Patrick Teutsch, lass mal weg, das war ein Joke. Ja, Teutsch brauchst du nicht. Also, wir haben Lars Stoffig am Anfang, der von Johannes gecoacht worden ist, weißt du noch? Ja, warte, ich mache eine Rangliste. Wo der Oberkörper flach war? Ich weiß noch alle, ich weiß okay, noch gut. Karrer seit 2 Jahren on? 1,5 bis 2 Jahre müssten es sein, ja. Johnny ist seit Dezember, glaube ich, on. Oder November. Theoretisch müsstest du auch berücksichtigen. Thunfisch ist am nächsten on. Ja. Seit 2021, glaube ich. Thunfisch, ich hab dich lieb, aber nee. Thunfisch auf die 4, ne? Ja. Ganz klar. Ja, wir haben doch 5 Leute, oder? Nee. Nein. Ah. Oder? Thunfisch, Semmler, Stoffig, Valentin, Valentin ist Semmler. Digga, warte nochmal. Thunfisch, Karrer, Johnny Münster, Stoffig, Semmler. 5. 5, ja. Ja, okay. Thunfisch auf 5. Thunfisch ist 5, genau. Eindeutig, für mich auch. Theoretisch 1 oder 2 entscheidet sich. Warte, wir machen von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne. Wir arbeiten uns nach vorne durch. Okay. Thunfisch. Ja. Lars. Ja. Valentin. Ja. Jetzt wird es schwer, ne? Ja, das ist schwer, aber das ist auch jetzt, wenn du das Potenzial beurteilst, musst du es auch unterscheiden zwischen Classic und Bodybuilding. Das stimmt. Johnny könnte einfacher in der Classic was reißen als Yannis im Bodybuilding. Mhm. Von der Struktur ist Yannis aber weiter. Das stimmt. Als Johnny. Ist auch länger am Start. Ja. Trainiert auch länger, ist auch älter. Johnny ist auch sehr jung, darf man auch nicht vergessen. Ne? Johnny ist gerade mal, ich glaube, 23, 24. Boah, Digga. Schwer. Ich würde tatsächlich sagen, weil ich glaube, dass ich setze Johnny auf die 1. Okay. Weil ich glaube, dass er echt was reißen will und dass er sich das auch selbst beweisen will. Ich schätze ihn irgendwie so ein. Ich kenne ihn ja persönlich noch nicht, aber ich schätze ihn so ein. Und von seiner Struktur her kann er das auch und wegen dem Alter und wegen der Klasse. Okay, ja, geil. Bei mir wäre tatsächlich ein bisschen anders, fast gleich. Ich hätte Thunfisch auch auf dem letzten. Dann hätte ich Semmler geswitcht mit Lars, weil ich glaube, wenn Lars weiterhin gut aufbaut und den Oberkörper auf Vordermann bringt, weil... Beispielsweise letztes Jahr, das war die Dennis Wolf Classic, wenn ich mich nicht irre, nee, NRW Cup, da hatte Lars die besten Beine, auch von den Männern. Also vom Bodybuilding und Classic, Lars hatte den krassesten Unterkörper. Das sieht in echt wirklich nochmal eine Schippe krasser aus, wenn der Oberkörper mitwächst. Aber müsstest du halt live sehen, ich kenne die halt alle live, du halt nicht. Semmler auf die 4, wobei ich jetzt, Semmler ist jetzt, heißt nicht, dass er schlecht ist, er ist auch gut. Ja, hat eine schöne Linie. Habe ich für die Linie gewertet. Ja, Lars auf die 3. Unterschied. Johnny auf die 2 und
Dr. Yannis Karre auf die 1. Das wäre so mein Ranking. Also ähnlich. Aber halt, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob Yannis Classic machen würde oder. Ja, das wäre auch noch ein Punkt. Oder Bodybuilding, ne? Deshalb. Das war's. Die Würfe sind gefallen. Die Würfe sind gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen, Freunde. Vielen lieben Dank. Kommentiert fleißig eure Top 5. Setzt bitte Thunfisch nicht auf die 1, sonst braucht ihr den Kanal nicht weiter anzuschauen. Nein, Spaß. Rabattcode Chris bei APN, Rabattcode William bei ESN für maximalen Support, für weitere schöne Videos, damit wir am Start sind für euch. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kamera war aus. Nein, Spaß.